Gestern Alex Albon als Zehnter einen WM-Punkt geholt, den ersten der Formel 1 aus 2023. Und Logan Sargeant in seiner Premiere-Rennen Rang 12. Wie zufrieden wärst du jetzt, wenn du noch Teamchef von Williams wärst? Ja, ich meine, ich wäre als Teamchef von Williams sehr zufrieden. Ich bin aber auch so sehr zufrieden. Das heißt, mein Herz hängt natürlich immer noch an Williams und speziell an Alex und an Logan. Ich glaube, nach Aston Martin hat Williams den größten Fortschritt im Auto gemacht. Zeitmäßig, das ist schon mal echt toll. Ich muss sagen, das ist das, was man bei Williams erreichen kann. Und da muss ich sagen, hat das Technikteam rund um FX letztes Jahr einen sehr guten Job gemacht. Aber das war nach den Daten und den Vorgaben, die wir uns für das Auto gegeben haben, auch in etwa abzusehen.